Es ist in der Remerzeit, kurz vor Altstädten von Briet her linker Hand, ein altgewohnter Ort sein Zelt aufgebaut. Kurz nach der Öffnung waren wir dabei und wer relaxt da mit einem Glas in der Hand, der Messeleiter, der Simon Büchel. Ja, Rehme heisst immer auch relaxen. Mit dabei aber die Werdenberger, Paul Schlegel, Katrin Frick und Lothar Ritter. Und ganz interessante Schreinermeisterschaften. Haufen Männer, aber auch eine Frau, habe ich festgestellt. Ganz interessant. Ja, und ich habe mich dann unterhalten mit dem Ralf Dietschi. Ralf Dietschi, Rehmeröffnung. Ich glaube, die Rehme ist jedes Jahr, oder? Ja, die Rehme findet jedes Jahr statt. Seit der Neulassierung geht es dieses Jahr bereits zum vierten Mal wieder. Wir haben dieses Jahr wieder rund 200 Aussteller. Und neben den Ausstellern sehr ein wichtiger Bestandteil sind all die Tagungen, die wir durchführen dürfen. Unter anderem der Gewerbetag mit rund 750 Teilnehmern. Dann haben wir einen Sportdialog. Wir haben zusätzlich externe Tagungen, die durchgeführt werden. Neben Tagungen und Messe ebenfalls ein wichtiger Bestandteil ist der ganze Unterhaltungsbereich, wo es von Volksmusik über Pop, Rock bis zur elektronischen Musik alles dort gebütet wird. Es war die Eröffnung. Also, hinten dran, wenn man ganz gut geschaut hat, ist Ständer als Präsidentin durchgelaufen. Wenn so jemand daherkommt, hat Rehm auch einen gewissen Stellenwert, kann man glaubst du sagen, gell? Ja, das ist definitiv so. Es freut mich jedes Mal, jedes Jahr wieder, wenn ich die Leute anfrage, wird auch ja eben Karin Keller-Sutter als Ständeratspräsidentin, der Freddy Fessler als Regierungspräsident und auch der Ivan Luis als Kantonsratspräsident, wo wir die angefragt haben, die haben da relativ oder sehr rasch zugesagt und gesagt, mal, da hat eine Ausstrahlung, da will man herkommen an die Rehme. Und da freut uns natürlich besonders, weil es ist doch eine rechte Wertschätzung gegenüber der Organisation, aber auch der Aussteller und vor allem auch dem Rindtaler Gewerbe. Es ist eben eine super Leistungsschau, und das ganz Spezielle jetzt mit unten in der Halle 3 hat auch ziemlich gefilmt, also der Schreiner-Wettbewerb, das ist ganz etwas Spezielles, das haben wir jetzt noch nie gesehen. Ja, da haben wir jetzt zum ersten Mal bei uns im Rindtal und gefällt uns natürlich besonders, dass es da dann bei uns in der Rehme jetzt stattfindet. Die Vorausscheidung für die Schweizer Schreinermeisterschaft, die hier in der Rehme stattfindet. Da sind knapp 40 Schreinerlehrlinge, die ihr Können unter Beweis stellen und dann die Erstplatzierten dürfen an der Schweizer Schreinermeisterschaft mitmachen. Ich glaube, das tut uns auch wieder mal ein ganz anderes Feld auf in Richtung Berufsbildung. Wir sind sehr offen auch für andere Berufe, die hier unsere Leistungsschau ihr Können zeigen wollen. Also gerne auf uns zukommen, wenn irgendwie, keine Ahnung, Landschaft Gärtner oder irgendjemand will da mitmachen, nächstes oder übernächstes Jahr oder so. Die Leistungsschau bezüglich Ständen ist es noch bis am Sonntag, gell? Aber mir hat man gesagt, als ich gesagt habe, gehen wir filmen, dort hat es schon Warm-up gegeben, gell? Also am Wochenende hat es schon mal Rambazamba genau. gegeben. Genau, letztes Wochenende haben wir gestartet mit Auftakt, sagen wir dem. Am Freitag und Samstag ist der Unterhaltungsbereich bereits offen gewesen, wo wir schon mal haben können testen, funktioniert da mit der ganzen Eingangskontrolle und auch vor allem eben der Unterhaltungsbereich, der beim jüngeren Publikum sehr einen höheren Stellenwert hat, wo der eben auch relativ weit raus bekannt ist, wo man dort bereits feststellen können, unter anderem mit den Festbänken, wo da natürlich sehr regionale Band ist, aber bereits internationale Ausstrahlung hat. Und Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag natürlich dann der Rambazamba. Also am Sonntag gehst du am Abend rein, aber Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Genau, ja. Der Donnerstag steht ganz im Zeichen vom Gewerbetag. Wie bereits erwähnt, haben wir dort rund 750 Teilnehmer. Unter anderem ist dort Johannes Lederach mit dabei, von der Lederach. Schocki, der Andreas Salmann von der Eisen Unterwäsche und der Stauberer wird da von der Region, der Daniel Lüchinger ist auch da, die erzählt aus ihrem Leben, das sind alles Familienunternehmen, so ein bisschen Vorzüge von denen, vielleicht auch die Schwierigkeiten von denen, moderiert wird es auch wieder von einer regional bekannten Persönlichkeit, dem Tobi Müller, bekannt von Einstein. Gerade anschliessend nach dem Gewerbetag findet der Sportdialog statt, unter anderem mit dem Matthias Hüppi vom FC St. Gallen. Dann haben wir auch noch dabei Ariella Käsling und. Also wir haben ein sehr dicht gedrängtes Programm. Und wenn man die Tage genossen hat, kann man nachher natürlich noch in den Unterhaltungsbereich zum Anstoßen und Kameradschaft pflegen. Da bieten wir auch bis spät am Abend bis, oder früh am Morgen in ein gutes Programm. Also du bist natürlich unglaublich angefressen mit dieser Rehme. Man könnte fast sagen, eine komprimierte Olme, gell? Die halbe Schweiz trifft sich da. Ja, da kann man so sagen. Vor allem
Das Rintal trifft sich da, dann aber auch Leute von der erweiterten Region, vom Werdenberg, vor allem auch vom Appenzellerland, von der Bodenseeregion, aber auch viele aus dem Fürstentum Liechtenstein, die wir hier antreffen dürfen. Das ist definitiv so. Und vor allem zieht es auch viele Highway-Rintale über die Remenzeiten jeweils daher. Also hat jedes Jahr Leute, die ich wieder treffe, die ich sonst nie mehr gesehen habe, die irgendwo in der Schweiz oder im Ausland waren, die aber extra wegen der Remen wieder daher kommen.